Servus und herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Raging Blast. Heute geht's weiter mit diesem Kampf. Über allen Saiyajin. Vegeta wird stärker. Wir kämpfen als Vegeta gegen G's. Mal gucken, was dieser Kampf für uns bereithält. Im letzten Part hat sich Ginyu den Körper von Son Goku geschnappt. Da wird's wahrscheinlich auch noch Klärung geben in diesem Part. Was da jetzt noch passiert, ist auf jeden Fall was geboten. Hey, I'm the one you want to fight. Wir fangen gleich mal mit der Prügelei an. Das hier ist jetzt eigentlich noch Vegeta Scouter. Er hat aber natürlich schon die Uniform von Namek an. Also wo er mit unseren Freunden quasi unterwegs ist, mit Son Goku und Co. Gegen Freezer. Und seine Fähigkeit, ich weiß nicht, ob sich da jetzt schon was getan hat. Grundsätzlich stärker ist er eigentlich nicht geworden. Und wir müssen schon wieder zwirbeln. Zwirbel-Action und gleich ein Galleck-Strahl hinterher. Jawohl. Ach. So, einmal greifen. So, jetzt passiert mal was. Sehr schön. Ich will ja weniger die ultimativen Angriffe ausnutzen, aber das hat jetzt einfach so gut gepasst. I'm stronger than any Saiyan before me, and my power is only getting greater. In other words, I'm getting closer all the time. Closer to becoming a Super Saiyan! Don't waste my time with your fairy tales! Kakarot is too tired to risk feelings to achieve it. Wir wissen ja alle, dass Vegeta nicht der Erste sein wird, der Super Saiyajin wird. Und da wird er auch noch eine Weile dran zu knabbern haben. Aber er wird momentan wirklich stärker. Die Sache ist nur die, dass Son Goku halt auch immer stärker wird. So, und zack. Jetzt ist der Kollege schon im roten Bereich. Sollte also kein Thema mehr sein. Oh, das war's schon. Da ist er nochmal kurz aufgestanden, um dann instant umzufallen. You're too weak, Kakarot. Too sympathetic. You'll never become a Super Saiyan. I'm the only Saiyan who'll be able to reach that level. Wenn Sie sich da mal nicht täuschen, Herr Vegeta, ne? Wir dürfen weitermachen mit dem zweiten Kampf. Der ging jetzt relativ flott von der Hand. Ich halte mich natürlich an die 3-Kämpfe-Regel. Wie gesagt, wenn es weit unter den 15 bis 20 Minuten liegt, werde ich einen vierten Kampf anhängen. Aber wie die Erfahrung zeigt, 15 Minuten kriegt man eigentlich immer voll. Der nächste Kampf. Wahnsinn! Son Goku ist Ginyu. Ginyu ist Son Goku. Und wir müssen jetzt als... Oh! Dreierpack gegen den getauschten Son Goku kämpfen. In-game hat das keine Auswirkungen, dass die getauscht haben. Also wir kämpfen jetzt quasi wirklich gegen die Fähigkeiten von Son Goku, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die Fähigkeiten von Ginyu übernommen worden sind. Ich habe das ja schon lange nicht mehr gespielt, das Game. Kann sein, dass der jetzt mit den Ginyu-Attacken kämpft. I'm Captain Ginyu, head of the Ginyu Force. Time to see if you have what it takes to beat me. What are you talking about? Cut it out, Goku. So. Wir wissen ja, dass es nicht Goku ist. Und unten rechts ist auch Ginyu angezeigt, also wird er wohl die Ginyu-Fähigkeiten haben. Er sieht halt jetzt einfach nur wie Son Goku aus. Ich bin da jetzt einfach mal ganz rigoros.
Ich glaube eh, dass der noch ein bisschen regeneriert. Also versuche ich ihm mit Krillin einiges abzuziehen. Ihr spreizt der Energiestrahl. Ich wollte eigentlich ein Kamehameha machen und habe mich wieder verdrückt. So. Ich glaube, Krillin wechselt jetzt, ja. Hätte ich auch locker mit Krillin besiegen können. Jetzt müssen wir mit Kid Gohan weitermachen. Aber der hat auch was drauf. So. Gut, die Attacke ist kacke. Ich werde mal für einen Bakuretze ran, aber das ist halt leider eine ultimative. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen möchte. Ich schau mal, ob sie es anbietet, aber eigentlich bietet sie es nicht an. So, da kriegt er jetzt noch ein paar von mir. Ich glaube, ich muss gleich wechseln. So, sehr gut gekontert, muss ich sagen. Und wir wechseln zu Vegeta. Das heißt, das wird jetzt ein leichtes Spiel. Idiots. They can't bring themselves to attack him seriously because he looks like Kakarot. Well then. Looks like this is up to me. Oh ja, Vegeta. Ihr seht schon, auch die Techniken beim Aufladen und so sind die von Ginyu. Also es ist wirklich nur das Aussehen. Haben sie doch ganz gut gemacht. Ich habe gedacht, der kämpft wie Son Goku. Ist aber nicht so. Kann man zufrieden sein. So, eine Spitzenaktion. So, gleich mal mit dem Konter hinterher. Wir sind auf jeden Fall sehr weit in Führung. Ich mache jetzt mal die Saiyajin-Seele. Stelle mich auf den Nahkampf ein. Dann kämpft er nämlich um einiges schneller. Da haben wir gleich eine schöne düstere Stimmung, weil beide in ultimativen Modus gegangen sind. Oh, da ist er an der Begrenzung entlang geflogen, deswegen konnte ich ihm leider nicht mehr tun. So, wir sind aber gut dabei. Ah, verdammt. Ich bin immer noch ein bisschen still beim Spielen von Dragon Ball, merke ich gerade. Ich muss mehr quatschen. Und mehr zwirbeln muss ich auch. So. Gallic Gun. Und das dürft's. Nee, war es noch nicht ganz. Fast. Oh, dürfen wir nochmal zwirbeln und schön zwirbeln. Und noch eine Gallic Gun. Und das war's. Sehr schön. It looks like I'm back to normal. Ich glaube, das sieht man jetzt hier im Spiel nicht. Ich schaue mir jetzt nochmal den nächsten Kampf an. Da gibt es nämlich noch eine Zusatzinfo aus der Serie. Müssen wir jetzt gleich mal gucken. Ich glaube, das wird nicht mehr gezeigt. Das ist nicht im Spiel enthalten, glaube ich. Das haben sie nicht mit untergebracht. Und zwar Ginyus verheerender Fehler. Doch, tatsächlich. Okay, ich glaube, man sieht's nicht. Aber ich werde es nach dem Kampf erklären. Wir gehen jetzt da einfach rein und ich glaube, wir kämpfen mit Vegeta. Jawohl, das dürfte also eine einfache Sache werden. Und dann im nächsten Part geht's schon an die Freezer rein. Gibt's schon Gefrorenes und da bin ich mal gespannt, wie das dann wird. Das sind ja dann schon die ersten richtigen Bosskämpfe irgendwie. Ginyu, whose body are you going into now? Darn it! I'll switch bodies with Vegeta this time!
Your body is mine! Ja, da bleibt jetzt noch dazu zu sagen, das konnte ich vorher nicht sagen. Körper und Geist, wenn die nicht verbunden sind, so wird es dargestellt, funktionieren nicht. Das heißt, die Kraft von Goku ist zwar da, aber er kann sie nicht zu 100% einsetzen, weil sein Geist nicht entsprechend geeicht ist. Also der Geist wird immer mittrainiert. Fällt der so schnell oder warum kann ich diese Attacke nicht machen? Naja, Spitzenaktion. Und ein Griff. Und dann war es natürlich klar, dass Ginyu mit dem Körper von Goku überhaupt nicht zurechtkommt. Weil wenn er die Stärke wirklich hundertprozentig hätte übernehmen können, dann hätte er das ganze Ding natürlich gewonnen. Weil Son Goku ist zu dem Zeitpunkt der stärkste der Kämpfer. Der hier Anwesenden, also die, die wir in den letzten Kämpfen alle gesehen haben. Vegeta's body will be just right. He's going to switch bodies with Vegeta after he does damage to himself. Just like he did with me. Ja, da gibt's jetzt dann gleich noch eine schöne Info, weil ich glaube, man sieht es hier nicht. Ich werde ihn jetzt aber einfach mal perforieren. Ja, an dem Punkt kann man nicht mehr ausweichen, glaube ich. Jetzt war mal Ruhe hier. Und tschüss. Ich möchte jetzt nämlich mal kurz aufladen und dann Folgendes tun. Damit kann man die Kamera drehen, wusste ich gar nicht. Okay, ich glaube, das reicht. Saiyajin-Seele, bitte. Und dann gehen wir hier jetzt mal zum Angriff rüber. So, jetzt haben wir ihn schon relativ weit unten. Zwei Leisten hat er noch. Special Fighting Pose, ja, die haben wir im Prinzip ja auch gemacht mit der Saiyajin-Seele. Der fällt zu schnell. Kann das sein, dass der zu fett ist? What's the matter? Is that it? Right, time to end this! So, dann müssen wir jetzt noch mal ein bisschen zwirbeln und dann kriegt er ordentlich eins in die lila Visage. Reicht aber noch nicht ganz. Dann legen wir einfach noch einmal nach und dann kriegt er hier noch eins und... Ach. Time to die. Gutes Motto. Jetzt klappt's, okay. Das war's. Sehr gut. Your outlook in life is pretty dim. I almost feel sorry for you. Ja, und das, ich glaube, man sieht es jetzt wirklich nicht. Das werde ich jetzt gleich nochmal kurz erklären. Und zwar, in der Serie war es wie folgt. Ginyu wollte dann den Körper tauschen. Ich glaube, zu Vegeta tatsächlich. Und der am Boden liegende, beziehungsweise verletzte Son Goku war es, glaube ich. Bin mir nicht sicher, ob es war. Ich glaube schon. Der sich eine Kröte greift, sie genau in den Energiestrahl von Ginyu wirft und er damit mit der Kröte den Körper tauscht. Und als Kröte kann er sich nicht mehr zurücktauschen. Das heißt, er bleibt Kröte. Kann natürlich klar denken und alles, aber er kann keine Kampfposen oder sonst irgendwas mehr machen. Und der Ginyu-Körper quakt ab dem Punkt und hüpft durch die Gegend. War durchaus lustig. Ja. Leider ist es im Spiel nicht drin. Da hätten sie, also wie ich finde, das sollten sie eigentlich in allen Dragon Ball-Spielen machen, auch die Originalszenen ein bisschen aufpolieren und dann ins Spiel einfügen. So an manchen Punkten wäre das durchaus anzuraten. Haben sie bisher in keinem Spiel so wirklich gemacht. Es wurde immer animiert. Dann hätten sie es halt vollständig animieren sollen. Das ist so noch so ein Manko, was auf dieses Spiel, aber auch auf alle anderen Dragon Ball Spiele eigentlich zutrifft. Ich bin auf Xenoverse gespannt. Mal gucken, vielleicht ist es da ein bisschen anders. Für diesen Part wäre es das dann gewesen. Wir sind jetzt bei knapp 15 Minuten. Das ist eine gute Quote. Im nächsten Part geht's schon gegen Freezer. Vegetas Zuversicht. Freezers Wut. Ja, der erste Kampf gegen Freezer. Und ihr seht, da sind noch einige Kämpfe offen.
Da gibt's einen, den können wir schon mal machen. Bla bla bla. Und dann geht's immer weiter. Ne? Also da sind noch einige Parts für die Freezer-Saga vorgeplant. Da werde ich jetzt auch noch 2, 3 aufnehmen. Da ist noch einiges, was wir uns anschauen können. Für diesen Part war's das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde ich mich über den Daumen freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis denn und Servusle!